Kristalina Heisenberg. Telefon! Alpha. Peter, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Bye bye. Mia! Flex mit dem Tesla? Nö, es ging ja eher so um die Umwelt und die sind ja relativ weit, was die Entwicklung von Elektroautos anbelangt. Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Komm, erstmal ein Bierchen in der Serie gucken. Mit dem Bierchen in der Serie. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Funny. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Das hättest du wohl gerne, wa? Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter. Bei mir läuft die ganze mit Hausschuhen darum, ne? Sie ist mein Kind, nicht deins. Die Mia. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Und sind die Alte? Es ihre Eltern? Geil. Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Ja, das hat mir nicht gefallen. Leidig ist halt Sorge, voll unfreundlich. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Die hat auch komische Vorlieben, ne? Naja. Warum auch nicht? Ja, das war's. Ich musste lange warten. Wir sehen immer noch nicht, wie der ausschaut. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Wenn's schön macht. Ja, klar. Es muss nicht schön sein, es muss wirken. Ja, something like that. Something maybe like that. Heisenberg's Factory. Ja, ja, Freunde. Ja, ja. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Vor allem, ich habe normale Straßenschuhe angehabt, während sie die ganze Zeit mit Hausschuhen rumläuft. Angegriffen. Das ist komisch. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. No. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang.
3 years too long. Muss man ehrlich sagen, von den bisherigen Resident Evil Teilen ist, glaube ich, er wirklich der coolste. Muss man ehrlich sagen, oder? Die haben ja immer so ein bisschen aussehenstechnisch da nochmal Veränderungen vorgenommen. Ja, und Xeno auch dir einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du auch da bist. Freut mich sehr. Ich hoffe, dir geht's gut. Die BSA ist also schon hier. Yes. Die lassen nichts anbrennen. Die kleinen Stinker. Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Ja, genießen wir es. Hey, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, du riechst auch nach Fisch hier, siehst du. Sehr schön. Das läuft. Haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Die Wüste? Ja, die Wüste. Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Yes. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Gruselig. Ja, das stimmt. Es wird eigentlich immer genug nebenher erzählt und ja, informiert, dass man eigentlich dann zumindest mal für den derzeitigen Teil dann auf dem Laufenden ist. Ja, wir haben auch hier schon mit Chris Redfield, zumindest mit seiner Hauptwaffe, haben wir auch unendlich Munition, was natürlich die Sache ein bisschen leichter macht. I have to admit that. Hey Alpha, sieh mal. BSAA, die können echt nichts. Die können ja nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon ein Plan, wie wir... Keine Explosion? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Let's go. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Ja, wir müssen jetzt vordringen. Und klar, dass du jetzt hier ein paar Biowaffen auftauchen. Ganz klare Geschichte. Aber wie gesagt, mit der Munition muss ich einfach zugeben, ist natürlich dann doch ein bisschen leichter. Bisschen. Ganz bisschen. Ja, und natürlich durch meine elitäre Spielweise kommt noch erschwert mit hinzu. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten, Freunde. Ich sag euch so wie dies. Aber im Normalfall kommt man auch so recht gut durch. Wobei das jetzt hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wirklich echt zu knabbern ist. Ne? Also da muss man schon echt gucken. Falls ihr euch übrigens hier daran erinnern könnt, ja, wir sind hier jetzt gerade bei Luisas Haus. Kommt direkt wieder graue Haare. Ja. Na los. Ja, hier würden jetzt gerade noch diese Bestien kommen. An der Stelle kann man aber easy peasy einfach durchrennen. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Ja, scheinen gar nicht mehr daher zu kommen. Verstanden. Einfach durchrennen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Nachschub in einem der Häuser. Bedient dich. Ja, also jetzt lernen wir auch so ein bisschen das Team kennen um Chris Redfield. Leider ist er nicht allein unterwegs. Und die Tandra zum Beispiel, die lässt uns immer mal so ein paar, also ein bisschen Munitionsnachschub hier überall. So, muss man halt hier einmal kurz rumgehen. Tschüssikowski, Freunde, Tschüssikowski. Glaubt da einfach mal durch, ja? Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Oh, dann gehen wir kurz hier nochmal hin. Schön ist, dass der halt nochmal ein komplett anderes Inventar hat. Das heißt, hier können wir auch wieder looten. Ohne großartige Probleme. Oh, außer die hier. Oh Gott. Leave me. Leave me. Bisschen am Überreagieren, Freunde. Passiert. Warum lädt er eigentlich so übelst lahmarschig nach? Frage über Fragen, oder? So. Immer alle hier tot. Alter, mach mal schneller. Oh, du. Ich muss kurz einmal hier, so, ne, wisst ihr Bescheid. Also im Normalfall kann man hier auch einfach mit geblockter Haltung versuchen, irgendwie durchzukommen. Dass man halt nicht ganz so viel Schaden bekommt. Man könnte auch einfach hier eine Granate werfen, würde auch gehen, aber... Wir wollen es ein bisschen spannend halten. Dann passt das schon irgendwie. Und Kopf weg. Ah,
passiert, Freunde. Passiert. Weil er es kann. Yes. Yes, yes, yes. You're totally right. So, hier laufen wir jetzt aber einfach durch. Wenn meine Mutter das hört, sie denken, sie sind in der Hölle. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Alter, warum boxen die mich zurück? Lass doch mal in Ruhe. Ja, okay, es funktioniert auch nicht so optimal. Alter, wie die wollen mich echt verarschen, oder? Stopp, einfach, Alter. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Bisschen nervig sind sie schon. Ich muss jetzt doch nochmal zurück. Willst du mich verarschen? So, wo sind deine Freunde? Okay, scheint vorüber zu sein. So, jetzt müsste es hinter uns zugehen. Sehr schön. Bisschen nervig war das. Ganz bisschen. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Ja, Lobo ist auch noch einer. Hier müssen wir jetzt mit dem Laser arbeiten und dann wird das von oben beschießen mit ein bisschen härteren Geschützen. Ja, das ist übrigens auch die einzige Stelle, wo man es hier machen darf. Wenn man es nur mit dem Messer macht. Ansonsten darf man den Laser auch nicht benutzen. Ja. Zum Glück ist da noch ein bisschen was Explosives an der Seite. Oh. Mal durch hier. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Geladen bis zum Anschlag. That's what he said. Ich glaube, ich gehe kurz einmal durch. Wir haben nämlich hier so einen Durchgang. Den wir natürlich auch nutzen können. Ich wechsle schon mal. Ja, wobei wechsle ich wirklich. Ja, doch, ich wechsle. So, jetzt müssen wir kurz einmal hier wieder draufhalten. Das Gute ist, wenn der einmal draufgeballert hat, sterben auch alle anderen. Also, wenn man es zum ersten Mal macht, kann es wirklich sehr, sehr stressig sein. Ja, muss man jetzt ganz einfach mal sagen. Vor allem, da jetzt auch hier die großen Spacken kommen. Kann man vielleicht dann doch ein bisschen eher das hier nutzen. Ja, komm, fang! Fang! Direkt nochmal. Ich stehe nämlich nochmal auf. Ja, kann auch einfach so draufhalten. Okay, voll geladen. Das heißt, wir können wieder durchlaufen. Im Prinzip müssen wir die eigentlich nur hinhalten. Wir müssen die per se gar nicht mehr platt machen. Hinhalten reicht. An der Stelle. Wie viele denn? Geht's allen gut? Im Normalfall. Ja, im Normalfall. Kann trotzdem aber was schief gehen. Aber es reicht normalerweise. Wie gefällt dir das? Okay, da unten muss dann. Soll ich aber Laune halten? Bringt da nichts? Ja, das stimmt. Durchaus. Das ist so korrekt. So, jetzt haben wir hier schon mal weggeballert. Das heißt, wir können jetzt runter. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Ja, ihr bleibt zurück. Ich mach's jetzt alleine. Ich bin voll krass. Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und. Es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. So, und jetzt kommt jemand, den wir schon kennen. Hey, hier. Aber in der verbesserten Version. Für was den Megamyzeten hast? Halt jetzt einfach bitte. Lobo, wir machen dir alles zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Boss, bist du in einer Höhle? Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay. Ja, das natürlich mit dem Messer ist richtig beschissen, kann ich jetzt schon sagen. Oh. Das nur Messer ist richtig beschissen. Ja, vor allem, wenn du vorher schon irgendwie Medizin ausgegeben hast. Weil ich kann mich wirklich einmal spritzen. So, ich lege mal einmal zu. Auch doof enden können. So, perfekt. Jetzt können wir ja Gott sei Dank den Laser benutzen. Das ist ja das Schöne. Wobei, nee. Okay, jetzt könnte man Laser benutzen. Das dauert natürlich immer eine Weile. Wir dürfen ja zwischenzeitlich nicht getroffen werden. Das ist das Problem. Oh. Wechsel doch. Oh, hier. Aber schön zwischen die Beine schießen. Freund. Stirb. Der Nachladen, ne? Das ist halt echt kein leichter. Oh. Au! Alter! Übertreib halt, ja, ist kein Thema. Man hat ja keinen Anstand beigebracht. Das Einzige, was wir jetzt hier noch machen könnten, ist. Weil wir haben hier noch welche. Wir haben auch diese Flashbangs, die halten den auch kurzweilen auf. Weil es ist gerade noch wirklich nötig, ich glaube nicht mal. Haut einfach so drauf.
Okay. Oh. Ja, ist okay, Freund. Ja, alles cool. Cool, cool, cool. Das Gute ist, wir müssen jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit auf ihn halten, aber schadet jetzt natürlich auch nicht. Ich glaube, er ist jetzt schon tot. Bist du tot? Nee. Doch, der ist tot. Oh, Schwein gehabt. Sehr schön. Sehr schön, haben wir gut gemacht, Freunde. Der Rest von euch bleibt oben. Sehr, sehr schön. Man kann auch im Vorfeld sämtliche Ressourcen ausgeben, damit man dann ausrasten kann. Ja. Wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. True that. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Auf Mutterleaks. Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. So, und da haben wir den Megamyceten. Der übrigens auch aussieht, wie so ein heftig großer Embryo. Heftig großer. Oh. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Oh yeah. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Viel Glück. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda. Komm, ist ja auch... Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Nee, das ist einfach nur für die Mädels, dass ein enges Oberteil anhat. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Du hättest es ihm sagen sollen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, hat es ja relativ clever gemacht. Er hat die Bombe einfach an seinem Messer befestigt und dann sein Messer dagegen geworfen. Und dann soll dieses kleine Teil soll so viel Bums haben, um das ganze Dorf hochzujagen. Was ist denn da bitte schön drinne? Das muss Mirandas Labor sein. Yes, it is. It definitely is. So, hier haben wir noch ein paar hübsche Bücher. Ja, über die vier Lords. Proband Salvatore Moreau. Cardo, Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Cardo hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich, ähnlich wie bei Fischen, Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel als Hülle. Für Eva nicht geeignet. Ja, das ist der liebe Moreau. Wen haben wir hier? Müsste das höchstwahrscheinlich... Ist das Dimitrescu? Könnte gut möglich sein, ne? Mister. Ja, Proband Alcina Dimitrescu. Cardo-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Andi vermute, es war aber das mit dem Mond, glaube ich, war das. Ja, das hier müsste das gewesen sein, Sonne und Mond. Das war, die Beneviento. Proband Donna Beneviento. Cardo-Kompatibilität gut. Hirnfunktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen zu unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Cardo an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet.
So, dann haben wir jetzt nochmal den lieben Karl Heisenberg. Wisst ihr Bescheid, Freunde, wisst ihr Bescheid. Proband Karl Heisenberg, Kado-Kompatibilität außerordentlich gut, Hirnfunktion normal, besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten, kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Also ähnlich wie Magneto von X-Men. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Wissen wir da schon mal Bescheid? Ansonsten haben wir da nichts mehr. Hier haben wir nochmal ein paar Bildchen. Ja, von einem Embryo, der immer größer wird. Hier von Miranda, glaube ich, selbst mit dem Baby auf der Dingens. Oder ich weiß nicht, ist das hier schon... Nee, das dürfte wahrscheinlich noch nicht Rose sein. Nee, das ist, glaube ich, dann Evelyn. Evelyn, also von Teil 7 müsste es dann, glaube ich, sein. Ja, davon könnte man durchaus ausgehen. So, hier sehen wir auch nochmal drei Personen. Wobei, ich glaube, die rechte Person ist sogar tatsächlich dann die Miranda. Zumindest hat die so ein bisschen weibliche Züge gehabt, oder? Könnt ihr euch mal ernst sein. So, vielleicht wird uns der Text nochmal ein bisschen weiterhelfen. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurde, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich Ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ja, also das ist quasi der Gründer von der Umbrella Corporation. Und wie er auch schon schreibt, sagt er so, ja, ein Virus ist wahrscheinlich für seine Vision dann eher geeignet, anstatt der Pilz von der lieben Miranda. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Spencer? Hier? Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ja, dann wird wahrscheinlich dann der das sein. Ja, auf den Bildern. So, haben wir hier noch was Schönes? Könnte auch wieder Evelyn sein. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyzeten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch der Giganten, dem Regler des Megamyzeten, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist, sie mit dem Megamyzeten zu vereinen. Endlich kann ich die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt,
dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kado erschuf, aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren. Aber die meisten verwandelten sich in Lycans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen. Also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Ja, also war quasi Evelyn das Experiment von Umbrella und sie ist halt von ähnlicher Herkunft, aber halt kein Experiment von Umbrella. So, dann geht's weiter. Hier haben wir nichts mehr. Okay, dann geht's weiter.